Hui, minus 6 Grad in Herzberg am Harz. Es ist ganz schön frisch hier an der Nikolaikirche. Der Jüß friert auch immer weiter zu und wir schauen uns mal ein bisschen die City an. Bei Minustemperaturen bildet sich natürlich sofort eine Eisschicht auf dem Jüßsee. Übrigens, jetzt genau ist der Zeitpunkt, an dem der Channel hier abonniert wird. Wer sich über mein Montagsvideo gewundert hat, dem sei verraten, ich habe halt einfach nur die ganzen Aufforderungen zum Abonnieren nachgeholt, die ich sonst in den Videos halt immer vergesse. Außerdem stört mich ein bisschen die Hysterie wegen der neuen YouTube-Partnerverordnungen, dass man da 1000 Subs braucht und so viel Viewtime. Das ist jetzt nicht so ein großer Aufreger, weil das kriegt man mit der Zeit irgendwie wahrscheinlich auf die Reihe, wenn man dann ein bisschen mit Analytics arbeitet. Aber es wäre sicherlich angebrachter, sich, das ist meine Meinung, sich dann dementsprechend halt auch mal mit dem neuen Creator Studio zu beschäftigen, denn das bringt YouTube ja auch raus. Bei dem neuen Creator Studio kriegen wir zwar die Likes präsentiert, aber damit kann man relativ wenig anfangen, denn damit kann man nicht interagieren. Kommentare sind gut, das ist schon mal eine Spitzensache, um irgendwas mit anderen Leuten zu machen. Was ich aber gerne hätte, das wäre eine Kurve mit der relativen absoluten Viewtime, damit man da gucken kann, ob es Abbruchraten gibt beim Schauen der Videos. Uns direkt auf der Startseite eine Kurve mit der relativen Viewtime zur Verfügung stellen, könnte man sehr einfach schauen, ob man nicht einfach an seinem Stil etwas verändern muss, damit die Leute die Filme länger schauen. So kommt man dann im Endeffekt auch auf die entsprechende Viewtime. Eine längere Viewtime bedeutet wahrscheinlich auch, dass die Videos insgesamt für Werbung geeigneter sind. Das Ganze wäre also im Interesse von YouTube. Noch besser wäre es, wenn man sich die Startseite des YouTube-Studios selber gestalten könnte. Das geht beim Channel ja auch, so dass man sich bestimmte Analysedaten halt direkt nach Wunsch auf der Startseite anzeigen lassen kann. So, wer es noch nicht gemacht hat, der abonniert jetzt meinen YouTube-Channel. Im Großen und Ganzen sollte man eigentlich ganz locker und ruhig bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Dinge nicht so heiß gegessen werden, wie sie gekocht werden zurzeit. Und insbesondere mit dem neuen YouTube-Studio, damit sollte man sich natürlich beschäftigen, um da eine Meinung zu haben, sich dann vielleicht auch über das Feedback zu äußern, um Wünsche halt noch kundzutun. Das Ganze ist ja noch nicht so richtig in 100 in trockenen Tüchern.